Hallo und willkommen bei Underdog Games. Wir spielen heute Raft. Warum? Weil ihr am besten die erste Folge guckt, dann wisst ihr warum. Dann muss ich nicht mehr das Gleiche erzählen. Das ist meine Mutter. Mutter, hallo. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Alle, alle? Alle, alle. Okay, hallo, alle. Damit meint sie quasi alle. Also, M, W ja, und D. Ja, genau, alle. M, W und D. Und auch alle anderen. So, Achtung, da kommt Zeug, Mutter. Ja, ich bin am Bauen von... Du kannst doch nicht hier alles so beifließen lassen. Okay, also wir spielen Raft. Warum? Wir spielen auch wieder immer Factorio. Also ich spiele wieder weiter, das wisst ihr ja. Aber ich möchte meine Mama ein bisschen spielen. Die hat Bock zu spielen. Und meine Mama ist über 70 und macht sich eigentlich... Eben wollte ich sagen, du machst dich eigentlich... Hey, mein Kopf macht sich eigentlich ganz gut hier beim Spielen. Aber im Moment hat sie irgendwie... ich glaube, Lampenfieber. Sie hat Lampenfieber. Sie ist nicht so ein professioneller... eingefleischter YouTuber wie ich. Achso. Dann mach einfach weiter, was du gemacht hast. Lass dich von mir nicht ablenken. Und, ja gut, sammel du mal. Ich wollte gucken, ob wir eine Werkbank zusammenkriegen. Ja. Also deshalb wird die zweite Folge. Zweite Folge. Und wir legen einfach mal los. Was haben wir denn schon gemacht? Wir haben bis jetzt einen... Ist so dunkel hier. Ist dunkel wie im Arsch, ehrlich. Darf man das sagen? Dunkel, dunkel wie im Arsch? Mama? Von mir aus. Von dir aus, ja. Holzschick, nee, Kalender, Teppich, Uhr, Tisch... Forschungstisch, das ist wohl wichtig. Ich krieg den nicht, wo ist denn der Forschungstisch? Den kann man bauen hier oben bei Andere. Andere? Kann man den Forschungstisch bauen. Andere? Die Kiste, so ein Kistensymbol. Da ist die Kiste drin, ein Bett drin. Lässt sich die Nacht durchschlafen und kann verwendet werden, um bewegungsunfähige Freunde wiederzubeleben. Auch das Wiederbeleben im Bett sorgt für mehr Gesundheit. Okay, wir bräuchten dafür aber Nägel. Nägel kann ich machen. Ich mach mal ein Bett. Vielleicht ist das... Oh Gott, das Bett beinahe rausgeschmissen. Oh. Ich muss noch Kunststoff angeln, sonst kann man keinen Forschungstisch bauen. Ja, das kannst du machen, aber ich habe gerade das Bett beinahe vom Bord geschmissen. Hm. Weißt du, alles reingesteckt, was wir haben und dann vom Bord geschmissen. Ja, das super. Wäre nicht so... Nein, nicht super. So, wo liegt das Bett? Blätterbett mal hin. Blätterbett. Blätterbett. Oh, Kiste. Zu weit weg. Blätterbett. Hier hin vielleicht? Ja, stell hin, wo du willst. Ich räume das später um. Kann man das umräumen? Keine Ahnung. Aber ich denke schon. Sehr gut. Ein Fass gefunden. Sehr gut. Und noch ein. Ich will den Scheiß Hai. Ich wünschte, ich könnte ihn töten. Ich bin am Sterben. Was brauchst du? Was zu essen. Ich habe da nicht drauf geachtet. Ich guck mal, was ich noch irgendwas einstecke. Ich habe so eine Rübe, aber die ist noch nicht ja, die habe ich auch. Gebacken. Die lege ich gerade mal aufs Feuer. Ich habe eine reingelegt eben, die läuft schon. Okay. Nicht drauf geachtet. Oh, das passt. Ich will noch mal hier. Okay. Hinlegen. Ich habe mich hingelegt. Der passiert Magen irgendwas? Verrückt. Nee, bis jetzt nicht. Alle Spieler müssen sagen. Kannst du auch mal ins Bett legen? Komm mal zu mir ins Bett, ob das geht. Ich liege im Bett. Kannst du dir ins Bett? Das muss ich mir mal überlegen. Ah, von Mutter und Sohn, das ist doch jetzt kein Drama. Also, ich meine jetzt um die Nacht. Aber nicht pupsen, ne? Nein. Okay, ich kann es nur entfernen. Ich kann mich nicht reinlegen. Mhm. Müssen ein zweites Bett bauen. Ja. Okay, Bett bauen. Zweites Bett, dafür brauchen wir was? Noch Palmblätter? Hast du noch Palmblätter? Ja. Die würde ich gerne nehmen. Dann könnte ich nämlich das Bett noch bauen. Wie viel? Dann weiß ich nicht. Noch drei. Gut. Danke. Reicht schon. Bisschen Sprudel. So. Ah ja, ich war Pflanze. Hast du die Dings gegessen hier, die Rübe? Nein. Ess sie. Ist die fertig? Ja. Gegarte Rübe steht da. Ah, kann ich die andere gleich drauflegen? So. Anderes Bett nebendran. Bett ist gebaut. Ich habe Durst. Trinken. Ist das richtiges Wasser? Was ist da drin? Inventar, Tasse voll Süßwasser. Ja, trinken. Der knurrt immer noch der Bauch. Junge, trink was. Ja, wir sind ein bisschen mit unserer hier, mit der... Da sind wir nicht so ganz so hinterher. Wir müssen es ein bisschen mehr machen. Ja. Wir müssen mehr bauen davon. Machen wir jetzt auch gleich. Wir müssen vor allem mehr angeln, glaube ich. Können wir erstmal schlafen gehen? Das hier drüben ist mein Bett. So. Okay. Wo ist dein Bett da? Okay. Ich sehe dich. Oh, du liegst. Okay, jetzt habe ich Hunger. Und der Hai ist da. Oh,
zwei, ach, es wird drei. Okay. Wir kriegen das hin. Wo ist die Rübe? Ja, noch nicht fertig. Doch. Könnte mich retten. Ich angel. Ich hol Fische. Ich habe nämlich Hunger und ich bin fast tot. Also, ich bin ganz gesund. Ah, das passt, passt, passt. Ja. Ein roher Hering. Guck mal dahin. Siehst du? Okay, ja, schön geangelt. Wunderbar. Lob mich mal. Ja, passt, toll. Passt, ne? Passt. Holz, Holz. Ein Hai. Oh, ich bin voll. Jetzt habe ich den Barsch über Bord geworfen. Klasse. So, ganz viel Zeug geangelt. Kiste. Scheiße. Mist, ja. Oh, da sind noch vier Rüben drin, die sollten wir vielleicht ja, mal. Ja, leg's drauf, genau. Wir brauchen noch gleich ein zweites Feuer, würde ich sagen. Denn. Ja. Oh, kannst du mal das Segel drehen? Ich komme nicht hinterher. Oh, das Schiff ist so schnell. Segel drehen. Wohin? Segel genau in die Richtung drehen, wo ich bin. Also genau in die andere Richtung quasi. Oder ja, mach's auf. Das war gut, das reicht. Oh, muss auch was trinken. Oh, ist das scheiß Schiff schnell. Der Hai frisst mich. Ja, alles auf einmal jetzt. Oh, wie in den Arsch gebissen. Das Kunststoff nehme ich noch mit. Oh, ich bin gleich da. Ach, kannst du was backen für mich? Ja, habe ich Kartoffeln. Ich bin gleich da. Ich bin fast da. Und. Oh. Ah, hat mich schon mal in den Arsch gebissen. Oh, ich bin fast tot. Ist die Kartoffel fertig? Ja, ich weiß es nicht. Muss gucken. Ja, ist sie. Gut, dann lege ich die nächste drauf. Oh, ich habe sie gegessen. Aber die gegarte Kartoffel war sehr gut. Wow. Ich habe noch vier Rüben. Ja, oh, wir kochen jetzt da mal ganz doll. Kochen und wir müssen. Ich muss unbedingt noch ein zweites Dingsbums machen. Wasserding. Reiniger Wasserdings. Ja. Ich habe noch drei Karotten hier drin. Drei. Wie heißen die denn? Rüben und. Rüben. Nee, oder? Diese Kartoffeln. Habe ich noch drei Kartoffeln. So, okay. Also wir müssen noch einen zweiten Ofen bauen, einen zweiten Grill. Den baue ich. Das ist ein Wasserreiniger. Sehr gut. Ja. Noch ein Grill, da brauche ich noch Seile, zwei Stück, die baue ich mal schnell, wenn ich noch kann. Kann ich. Ja, wir müssen das Essen und das Trinken müssen wir ernster nehmen. Ja. Auch wenn wir vielleicht jetzt hier spawnen, wenn wir tot gehen. Tot gehen. Wenn wir tot gehen. Oh, einfach mit tot gehen, ja. Aber. Bam. Okay. Planken platzieren und jetzt die Karotten drauf. Nee, die Dinger. Du musst auch immer Holz runterlegen. Sonst. Mhm. Wird es nichts. Holz. Ich habe das gemacht unter den Grill, weil sonst. Auf beiden? Ich habe gemacht jetzt. Unten drunter, auf diese Schüssel unten drunter, auf diese Feuerschale. Okay, ja. Und auch, guck mal hier bei dem Süßwasserding. Auch da muss Holz auch drunter. Sonst macht er kein Feuer und dann wird es nicht kondensiert und dann. Und du weißt es immer weiter. Also drei Stückchen immer drauf, ne? Drei Stückchen drauf. Aber lieber auf beide eins legen, weil dann baut das Ding das durch. Das ist ja auch schon mal was wert. Planken. Okay, Plankenkunststoff. So, ich muss trinken. Seile, was ist das hier? Schrott, brauche ich noch nicht. Erstmal einen Überblick kriegen, ja. So, jetzt. Stein lege ich auch in die Kiste. Das muss man ja auch nicht unbedingt haben. Ja, aber die sind wichtig. Ja, also die, ja, genau. So, Kartoffeln habe ich noch zu kochen. Wo ist der Kocher? So, ich muss erstmal jetzt voll trinken. Ich muss erstmal komplett wieder. Die Kartoffel ist gut, wenn die aufgegangen ist. Das sehe ich das erste Mal jetzt. Da geht das Feuer auch automatisch unten drunter aus. Ne? Die platzt dann so auf und das Feuer geht automatisch aus. Okay. Und guck mal, wie viel die macht. Oh. Die macht richtig viel Essen. Die hat mich gerettet jetzt. Ja. Muss man noch was drauflegen. So, und das schwimmt als das Zeug schon bei, gell? Ja, weil das Essen dann immer am Minimum war jetzt gerade. Und dann ist echt übel. Wie früher. Ich habe am helllichten Tag einfach im Bett gelegen, Mama. Einfach mich hingelegt, geschlafen. Ich will nicht. Das war noch Zeit, ne? Ich will nicht in die Schule. Ja, so war das.
Und jetzt? Vorbei mit der Schwänzerei. Schwänzerei. Wie es halt so ist. So, jetzt fahren wir das Segel raus. Wir fahren hier zu den wichtigen Dingen. Mhm. Lass mich Kisten. Schöne Kisten. So, das heißt, das Essen ist drauf. Kartoffel nehmen. Ja, Wasser müsste auch doppelt drauf sein. Kartoffel draufsetzen. Ja, ist auch doppelt schon fertig. Ich trinke mal noch eins. Ich müsste mal was essen, aber die Rübe ist noch nicht fertig. Doch, gegarte Rübe. Kann ich aufnehmen. Okay, leg eine neue drauf, falls du wieder Hunger hast. Und jetzt ist die Kiste an mir vorbeigegangen. Ich hab die geholt. Oh. Ich hab die geholt. Wenn da so viel Zeug drin ist, ist das natürlich total schön. So, Stein haben wir gesagt, legen wir in die Kiste, oder was? Nee. Ich habe keinen Platz in der Kiste. Melonen. Müssen wir nochmal eine zweite bauen? Ja, vielleicht? Ich baue mal noch eine zweite Kiste. Die stelle ich mal neben das Essen. Mhm. Da wisst ihr, da machen wir Essen dran. Weißt du, neben das Essen. Ja. Da machen wir lauter Essen rein. Und zwar Essen, was gekocht werden kann, würde ich sagen. Und Essen, was gekocht ist. Ja. Ne? Also, können wir das dann jetzt haben, nicht, ja. Hm. Nicht Samen oder sowas, sondern so. Du weißt schon, was ich meine. Ja, ja. Okay. Fertiges Essen zum genau. Füttern und Kochen. So, Kiste ist. Wo ist die Scheißkiste? Da ist sie doch. Ich warte, als es fertig gebaut ist, weil ich von Factorio immer auf diesen drehenden Dings, bis es fertig ist, warte. Aber wenn du hier anklickst, ist ja sofort fertig. So, Kiste steht. Ich lege rein alles, was zum Kochen ist. Mhm. Nix, 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 nix. Kartoffeln. Zwei Kartoffeln sind drin. Eine fertige Kartoffel habe ich, aber die esse ich jetzt direkt. Okay. So, der scheiß Forschungstisch. Ich kann ihn bauen. Ach, da ist wieder nichts drin. Planken platzieren. Oh, Kiste. Quatsch. Was, was, was? Bleib hier, bleib hier, bleib hier. Fass. Okay, jetzt noch gekriegt. Ja, in den Fesseln ist immer viel drin, finde ich. Mhm. Und in den. Oh, das ist eine Insel. Haifisch. Oh, ich habe keinen Speer. Ich muss mir mal einen Speer bauen. Drecksvieh. Dreimal muss man ihn treffen, dann geht er weg. Dann musst du trotzdem die Dings wieder reparieren. So, wir fahren zu der Insel. Ich guck mal, ob das geht mit dem auf die Insel fahren. Ah, einen Anker bräuchtest du dann wieder, ne? Hm, vielleicht können wir das so machen, dass ich direkt drauf fahre, dass wir quasi so ein bisschen draufstehen. Weißt du, wie ich meine? Mhm. So, mein Dings ist kaputt. Mein Speer. Ich baue mal noch einen neuen Speer. Ja, und so sieht man, wie es so ist, wenn man das Spiel spielt und das voll aufgeht. Man hat gar keine Zeit, Blödsinn zu reden. Man muss immer spielen, spielen, spielen. So. Dreimal Seil gebaut. Und jetzt kann Guck, dir das ja eigentlich nicht schwerfällt. Was? Blödsinn reden? Ach, kannst du jetzt nehmen, wie du willst. Ich weiß nicht, was okay. Du meinst. Ich gehe drauf. Ja. Ich bin drauf. Ja. Guck mal ins Buch rein, was man alles bauen kann. Okay. Platziere den zum, zum Erforschen. Ah. Okay. Stein. Ich da jetzt einen Stein reinlege in die Bank. Und keine erforsche. Ahnung. Ja. Ah, yeah. Was sehe ich dann, dass ich Steine bauen kann? Lustig. Ich mache die Bäume weg hier oben, wobei die nicht so viel bringen. Palmblätter und Planken. Also jetzt kein tolles. Ist das Schiff noch in der Nähe? Ja, aber ich treibe gerade so langsam an der Insel. Ja, na, geht noch. Ich würde sagen, drei Schwimmzüge vielleicht. Jetzt fange ich an, mich zu entfernen. Und tschüss. Wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Kannst du mal das Segel in die Richtung stellen, wieder zur Insel hin? Ich sammle nämlich ganz viel Schrott. Hier unten ist ganz viel Schrott auf der Insel. Also ist. Wie drehe ich das dann bloß mit R oder was? Ja, gedrückt halten und dann, genau. Ich komme. Drehen. Hallo. Bin da, danke. Ja, dann die Maus bewegen. R gedrückt halten und dann so die Maus bewegen. Und dann die Maus auch noch bewegen. Oh, ja, ja. Das ist gut. Damit gibst du die Richtung quasi vor. Mhm. So. Also, was brauchen wir als nächstes? Ich brauche wieder einen Speer, dass ich mich gegen den Hai verteidigen kann, wenn er wieder kommt. Ich im Moment gerade nichts hier auf dem Meer los. Wie ist nichts los? Es regnet. Vielleicht können wir mal Wände bauen und ein Dach drüber.
Ah ja, das können wir machen. Wir können aber auch diese Fangnetze bauen, die uns das Zeug selber einfangen. Kann man schon bauen? Weiß ich nicht. Hab noch nicht geguckt. Ja, wir können die bauen. Nee, können könnten wir, nicht. Wir bauen, meine ich. Könnten wir bauen. So, was haben wir? Teppich, Uhr? Nee. Nee, in der, im Forschungstisch wahrscheinlich. Im Forschungstisch. Wir gucken mal. Netzkanister. Ja, das ist es. Kann mit dem Netzwerfer verwendet werden? Nee. Ist es nicht. Nee. Nein. Netzwerfer. Erforscht Stein. Kann man verschiedene Sachen reinlegen, oder was? Ja, kann man da reinlegen und dann kannst du es erforschen. Für was es gut ist, weiß ich aber nicht, aber. Ja gut, dann wird Stein wird erforscht. Also alles, was Stein kennt, ist dann erforscht. Verstehe. Steck mal Schrott rein. Jetzt ist alles, was Stein und Schrott hat, schon erforscht. Mhm. Legen wir mal eine Holzplanke rein. Jetzt können wir quasi Laterne, Beleuchtung im Dunkeln, oder mittlere Anbaufläche erlernen. Okay, ein Seil bräuchte ich mal. Das ist dann abhängig von dem Tisch oder von der Person, die das erforscht? Ich glaube vom Tisch. Okay. So, jetzt haben wir noch mehr frei. Was fehlt denn noch? Was haben wir noch Unbekanntes? Scharniere haben wir keine. Inventar, Bolzen haben wir auch keine. Nägel kann ich auch noch machen. So, jetzt ist hier was gekommen. Sammelnetz. Fängt automatisch Objekte ab, die hineinschwimmen. Das meinte ich, ja. Lernen. Das hat jetzt gekostet, glaube ich, ein Nagel zum Lernen, ein Brett und ein Dings. Ich weiß es aber nicht. Ein Dings ist gut. Ich guck mal, was das hier ist. Kleines Trophäenbrett. Nee, machen wir noch die Lampe noch. Achtung, mal gucken, ob Schrott und Holz weggeht. Nö. Okay, jetzt können wir jetzt alles lernen scheinbar. Eimer nützt sich beim Melken. Okay. Haifisch melken? Keine Ahnung. Hier noch Eisenmetallbarren, das haben wir noch nicht. Wenn wir sowas finden, müssen wir halt alles in die Forschung stopfen. Mhm. Um dann weiterzusehen. Okay, dann baue ich jetzt mal hier kleine Arme dran, würde ich sagen. Kleine Arme. Hier vorne? Achso, ja. Mhm. Dass wir da die Fangnetze dran bauen können. So wie so einen breiten Abfischer bauen. Ja. So. Die gehen manchmal so knapp an dem Floß vorbei. An dem Floß? Man kommt nicht hin. Ja, ja, die Sachen, die hier rumfliegen. Das stimmt. Läufst du hin und denkst, du kriegst es noch. Aber nein. Du hast so einen Haken, den kannst du werfen. Ja, den nehme ich auch nur. Ich habe halt. Den nehme ich schon die ganze Zeit. Wo meinst du, wo wir das ganze Zeug immer her haben? Weiß nicht, was für Zeug du meinst. Das, was ich sammle. Das, das, was ich dir immer hinwerfe, ja, genau. Ja, Mama, ja. So, okay. Also, das heißt, ich baue jetzt hier noch eine Planke hin. Guck mal, die mache ich da hin. Mhm. Platsch. Und jetzt bauen wir dieses komische neue Ding: Sammelnetz. Planke, Seil. 8 Seile braucht das Ding und 2 Nägel. Ach du Scheiße. Ja, mit Seilen kann ich dir dienen, aber mit Nägeln nicht. Ja, ich brauche noch 4 Seile. Seile kann ich dir geben, Moment. Da sind sie. Wo sind sie? Es ist dunkel. Bitteschön, neben dir. Hier, wo ich stehe. Jackson. Da, danke. Gut. Ich habe eine Kiste gekriegt. Du hast gar nicht weitergekocht. Warum? Weil ich nichts mehr zu kochen habe. Eine Kiste. In der Kiste ist noch Zeug zum Kochen drin. Ey du, ich habe hier was gekriegt. Guck mal, was ist denn das? So eine Kiste, da ist ein Stuhl drauf, so ein Paket. Das heißt vielleicht Stuhlgang? Soll ich es hinlegen? Keine Ahnung. Steht hier. Hinlegen. Okay. Probierst du aus? Oh. Ich bin voll schon was weggeworfen. Nee, das ist selten dämlich. So. Hier legt Oma hin, ich weiß nicht, wie das Ding geht. Keine Ahnung. Ich hab's da hingeschmissen, neben die große Kiste. Ey, das kannst du, ne? Einfach alles hinschmeißen und einfach. Ja, klar, einfach hinschmeißen und machen, weggehen. Gegentreten. So, das ist ja, eine dekorative, was? Ein Stuhl oder was? Ne? Dekorationspaket. Ja, was machst du denn damit? Ja, keine Ahnung, ich hab's nicht aufgedrückt. Oh, oh, oh. Das böse Tier. Das ist ein böse Hai, der böse. So, okay. Gedrückt halten geht's auf. Du hast gelernt, Abfalleimer. Nochmal. Einfach gedrückt halten, wenn du es in der Hand hast, dann macht er die Kiste auf. Du hast gelernt, Plumpsklo.
Okay, ja gut, ein Klo. Oh, ich habe noch eine Kiste. Noch ein Paket, okay. Echt? Ja. Also, gedrückt halten. Dann rupft die so. Links, rechts? Links. Ja, jetzt mal reißt die so rum. Und jetzt hast du gelernt, oh. Becher. Du den auch? Hab ich doch schon gekonnt, ja. Becher. Mhm. Keine Ahnung. Das erste Fangnetz ist da. Das muss natürlich auch regelmäßig sauber gemacht werden, ne? Ist klar. Ja, ja. Wolltest du mal sagen hier, ne? Dass hier nicht irgendwelche Dinge aufkommen. Musst du mal was essen hier, oder wie? Ich? Kann ich hier was Neues drauflegen, ja? Ja, essen könnte ich was, tatsächlich. Ja, mach das mal. Ich habe nämlich hab ein bisschen was mitgekriegt. So, okay. Kartoffeln. Ziemlich viel zu tun hier, merkst du es? Ja, ich werde auch hier schon ganz nervös so. Was machen wir jetzt noch? Wir wollen doch vielleicht hier irgendwas Interessantes machen. Die Fangnetze und dann wollten wir uns noch ein Dach bauen. Ja, ein Fangnetz habe ich ja gemacht jetzt. Ja, ist ja nur eins, ne? Ah, ja gut, du willst nicht mit rein, würde ich sagen, oder? Und eine Schildkröte. Zwei oh, Schildkröten, toll, kann man die essen? Na, ich lieber nicht, ich möchte die nicht essen. Naja, wenn wir hier am Verhungern sind, esse ich fast alles. Also. Ich hatte Fackel gebaut. Nee, ich. Cool. Das finde ich schön. Und, wobei wir können uns auch mal hinlegen. Oh, da kommt eine Kiste. Ein Fass. Wir können uns auch mal hinlegen vielleicht. Ja. Weil, und so weiter. Liegst du schon. Beim Schlafen ist er gleich dabei. Wir können uns hinlegen. Okay, ist sie weg. Ja, ist schon spät, hör mal. Du weißt doch, die Rentner müssen immer, ne, schlafen. Und gehen einkaufen, wenn ich Feierabend habe. Genau. Ja? Hier sind tatsächlich ich nicht. Ja. Du nicht. Ich nicht. Wo man schon fragt, jetzt mal nach Arbeit, geht man an die Kasse, steht alles voller Rentner. Ist doch merkwürdig. Hm. Ja. Das hat mich früher auch immer aufgeregt. Ja, warum ist das denn so? Ach, keine Ahnung, weil die dann wahrscheinlich Mittag ausgeschlafen haben und dann eben einkaufen gehen. Ja, verstehe. Die Fangnetze kannst du auch selbst bauen, ne? Ich würde gerade die ganze Reihe vorne zubauen dann damit. Mhm. Würde ich als gut ansehen. Ich sorge gerade Zeug für die Fangnetze. Zeug. Oh, leider nichts geworden. Oh, da ist Schönes drin. Du hast noch dein Dings draußen, dein Haken. Ja, wie immer. So, jetzt guck ich da mal rein. Fangnetze. Platziere den Gegenstand. Nein, möchte ich nicht. Ich möchte was bauen. Wo ist das Fangnetz? Oh nein. Da kommt. Nee, das war ich. Ah, okay. Fortgeschrittenes Sammelnetz, ist das? Nee, fortgeschrittenes ist nee, fortgeschrittenes. Wir haben schon Sammelnetz, können wir schon bauen. Ja, ich sehe es aber nicht. In deinem Baumenü, nicht in dem Tisch. Ah, ich dachte, alles, was Tisch? Wir am Tisch lernen, nein, was wir am Tisch gelernt haben, ist dann quasi freigeschaltet. Wir können es dann in unserem Inventar, ist es dazugekommen, in dem Bauinventar. Ah, super. Ich dachte, Crafting. Man muss immer am Tisch nein. bauen dann. Der Tisch ist quasi nur praktisch. Einmalig um... Oh, ich habe einen Stuhl gebaut. Sehr aus gut. Versehen. Was kann der Stuhl? Angenehm zu sitzen, passt gut zu einem Tisch. Witzig. Ah, Nägel, wo hattest du jetzt den Nägel? Die kann man bauen. Ja. Ah, alles klar. Wie das Seil auch, so kann man die. Ja. So, wir sind auf dem Weg zu einer neuen Insel. Okay, ich sammle noch ein bisschen was ein hier. Dö, die neue Insel kommt. Steuerbord voraus. Das ist die SS Picard. Ach, ich habe auch, habe ich erzählt, wo hier mit, wo der Helmut geschrieben hat. Helmut, hallo übrigens, wenn du zuguckst, du guckst garantiert zu. Ich weiß es. Der Helmut hat erzählt von, er hat schon so lange auf, also ich habe mich so ein bisschen verarscht gefühlt, aber ist ja egal. Er hat schon so lange nicht mehr auf eine neue Folge gewartet, wie damals bei Star Trek Picard Dingsdebums. Hast du auch geguckt, diese Geschichte da, dieses... Ja. Weiß nicht, wie es heißt. Ja, Picard. Ja. Und hat dann gemeint, er hat auf meine Folge genauso lange gewartet wie damals auf diese Folgen. Und das okay. hat mich so gerührt. Und deswegen, Helmut, jetzt hier ist was Neues am Start, wie du siehst. Mal gucken, ob das Früchte trägt. Soll ich wieder auf dem Schiffchen bleiben und warten? Nee, du kannst machen, was du willst. Hauptsache, du kommst nachher wieder zurück zum Schiff. Das ist alles. Ich habe manchmal nur Angst, dass du nicht
Ne? Du bist schon ein bisschen älter. Das ist nicht so einfach. Dass das dann immer klappt mit dir und du dann immer zum Boot kommst. Und wenn du nicht dann bis zum Boot kommst, dann lass dich einfach auf der Insel. Ja, so wie ich dich kenne. Wie du mich kennst. Unzuverlässiger, schlecht erzogener. Schlimmer Sohn, ja, ganz schlimm. Ich weiß. Also. Tut mir leid. Ganz schlimm. Kommt da nicht mehr vor. Gut, so. Alles scheint ja stabil zu sein. Kann ich dann mal loslaufen? Da sind noch einige Ananassen sind hier. Ach, das sind lauter Blumen, die habe ich doch schon mal aufgehoben. Ja, die nehmen auch so viel Platz weg, die Scheißdinge. Ja, ich weiß nicht, ob ich die alle nicht rausschmeißen sollte. Und für Farbe. Ja, die kann man ja dann bestimmt nochmal holen, ne? Ja, bestimmt und vor allem auch anbauen. Aber wir können einfach mehr Lager bauen. Ich würde sagen, man kann die Blumen raus... Ja, das können wir auch. Das können wir auch. Auf keinen Fall will ich die Samen wegschmeißen. So, ich setze Segel wieder, wir fahren weiter. Warte mal, wir haben ja auch noch eine Anbaufläche, die kann ich doch auch herstellen. Da kann ich Pflanzen doch züchten. Ah, ja, züchte mal Pflanzen. Ich setze mich da auf den Stuhl und angeln ein bisschen. Ach, kann ich leider nicht im Sitzen. Hier noch gelbe Samen für was? Wasser hinzufügen, das auch noch. Farbe, Farbe. Ja gut, Wasser haben wir wirklich genug hier. Farbe, Farbe. Ja, Salzwasser kann ich nicht nehmen. Sicher? Mhm. Scheiße, ich habe einen Fisch geangelt, der ist jetzt weg. Hast du schon mal gemacht, dass er weg ist? Ja, weil ich voll bin. Mein Inventar ist so voll gestopft. Ananassam, da haben wir was. Das pflanze ich jetzt mal an. Oh, wo ist er? Gut, gekillt. Ja, zumindest verjagt. Diesen Garten, den könnte ich hier hin machen. Hier ist noch Platz. Bitteschön. Ja. Dankeschön. So. Das esse ich noch schnell. Ich würde die aber nicht da außen hin machen, weil ich denke, wenn der Hai von außen da dran knappert, ist die Kiste weg. Ja. Ah, nee, da warte ich dann lieber noch, bis ich das wieder vollfüllen kann. Hier, das. Nee, dann bau doch noch eins hinten dran. Dann kannst ich habe im Moment nicht genug von denen. Ich muss erst wieder sammeln. Jetzt kannst du in den Forschungstisch bauen. Guck mal. Ja. Ist das jetzt sicher genug? Naja, da drüben musst du auch noch was hin. Aber okay. Wenn der hier reinbeißt, ist das Ding nämlich weg. Wenn er da reinbeißt, ja. Könnte es passieren, dass es dann vielleicht weg sein könnte. Hm. Wie setze ich die denn jetzt? Kann ich gar nicht. Mist. Doof. Also gut, die Ananassamen scheinen nicht zu funktionieren. Vielleicht nur auf einer Insel oder so. Nee, das glaube ich nicht. Das muss. Das Spiel spielt sich ja quasi auf diesem Floß ab. Also eigentlich ist das ziemlich unwahrscheinlich, dass es nicht. Das Lager ist leer. So. Mhm. Blume. Funktioniert hier ganz gut. Wir müssen aber das Ding leer machen, dieses komische Ding. Das Ding, ja, das komische Ding. Das, na, ihr wisst schon, du weißt schon. Das komische Fangding da, das Fanggitter ja, muss leer machen. Hm. Weil es sammelt immer nur eins, glaube ich. Also das ist jetzt alles Blumen, was hier noch drin ist. Ich habe mir jetzt mal die Ananas und die Melonensamen rausgeholt. Ja. Und versucht das mal da einzusetzen. Ich habe es jetzt noch nicht geschafft bisher. Vielleicht wollen wir da noch eine Kiste neben dran bauen. Das ist echt zu blöd. Wo wir nur. Dass man da die. Ja. Genau. Dass man da die Samen hintut quasi, ne? Ja. Ich bräuchte aber noch aber 7 Kunststoff. Hast du noch Kunststoff? Aber nicht die für Blumen. Einen habe ich noch, einen Kunststoff. Okay, dann sammeln wir Kunststoff. Dass wir so viel Kunststoff haben, dass wir. Noch eine Kiste bauen können. Ja, dann sind wir das nämlich los. Weil das ist der Grund, warum ich mein Essen immer wegschmeiße, was ich angel. Ich angel und mach's platsch. Weil ich voll bin, fällt so eine schön gepackte Kiste in den Dreck. Ich habe wieder eine Dekorationskiste bekommen. Guck ich mal rein, ich bin so neugierig. Und es ist drin, du hast gelernt, Flagge. Flagge. Können wir so eine Piratenflagge hissen. Das wäre auch cool. Ja. So. Ja, und so sind wir hier auf unserem Boot unterwegs. Nein, es ist kein Boot, es ist ein Floß. Und fahren gehen Sonnenuntergang. Gehen? Egal. In den. Ich versuche mal Ananassamen zu pflanzen, okay? Ja, versuch's mal, ich hab's nicht geschafft. Was steht denn da? Da steht, füge Wasser hinzu, um eine Ananas zu erhalten. Pass.
Passt auf eine mittelgroße Anbaufläche. Ja, und ist eine kleine Anbaufläche, oder? Was ist das hier? Oh, das weiß ich nicht. Ich habe einfach nur Anbaufläche genommen. Wusste gar nicht, dass da mehrere gibt. Passt auf eine große Anbaufläche. Na ja, klar. Oh. Passt da vielleicht dann die Wassermelone drauf? Nee, das steht ja drauf. Steht ja auf den Wassermelone Sachen drauf. Auch Ananas nicht. Passt nicht, das passt nicht. Warte mal. Wassermelone sehe ich nicht. Ich habe hier Samen, blauer Samen. Passt auf eine kleine Anbaufläche. Hier, blauer Samen passt auf eine kleine Anbaufläche. Aber was will ich mit blauen Samen? Okay, hier ist die Wassermelone. Steht doch drauf. Meine Mama kann nicht lesen. Das ist das Problem. Nein, ich kann nicht lesen. Passt auf eine mittelgroße Anbaufläche. Ja, dann habe ich die falsche Anbaufläche. Das wollte ich hören von dir. Dass du schuld bist, dass es die falsche Anbaufläche ist. 100%, ja. Okay. So, wo sind denn diese scheiß Anbauflächen? Kleine. Da müssen wir eine größere erforschen, würde ich sagen. Oh nein. Was? Ich bin wieder ins Wasser gefallen. Mein Haken ist kaputt. Sofort abgetrieben. Hilfe, Mann über Bord. Nein, Frau über Bord. Eine Kiste, yeah. Oh, oh, oh. Geht's? Nein. Das ist immer das Gleiche. Diese Jump-and-Run-Scheiß-Dinger kann ich aber nicht spielen. Entschuldigung. Ist ja kein Jump-and-Run. Naja, ich aber... Ich mal das Segel um. Da müssten wir eigentlich auf dich zufahren. Oh, jetzt bist du unterm Boot. Mama. Ja, ich krieg schon komplett mit meinem Kopf in den Monitor. Okay. Aber ich kann trotzdem nicht besser hochspringen. Sie ist mit dem Kopf im Monitor, okay. Das Bild würde ich gerne mal sehen. Oh, hier sind sogar zwei Gegenstände gesammelt. Der hat zwei Gegenstände gesammelt, der Sammler. Ah, toll. Oh, hoppla, falsche Richtung. Was heißt denn da toll? Das ist fantastisch. Toll. Nein, toll, weil ich jetzt schon wieder hier am Verdursten bin. Ich muss schnell was trinken. Okay. Das Salzwasser hat mich umgebracht. Willst du eine Kokosnuss? Nein, ich will nur das Wasser hier haben. Nur mehr will ich gern. Okay. Und das Ding ist in dieser Ferne. Wasser und Trockenbrot reicht mir. Ja. So, jetzt bin ich schon wieder voll. Ah, ich gucke jetzt erstmal hin, das scheiß nicht. Noch irgendwas Schein. Hier zu kochen? Nein. Also, Bolzen haben wir keine, das haben wir auch nicht. Nichts mehr. Was kann ich noch einlegen? Den Hammer? Nee. Da gehen nur so Rohstoffe rein. Ah, und das verschwindet. Wenn ich so eine Sache erforsche, dann verschwindet das quasi. Also wenn ich einen Stein reinlege und das erste Mal eine Sache erforschen, verschwindet der Stein. Wenn ich Schrott reinlege, geht der Schrott weg. Weißt du, so ist es quasi. Wenn ich Plastik reinlege, verschwindet das Plastik. Mhm. Das ist quasi der Tribut, den wir dafür bezahlen. Tribut auf Panne. Ein durchschnittlicher Holzpfeil mit einer Steinspitze, Steinpfeil. Großes Trophäenbrett. Da. Mittlere Anbaufläche. Die wollen wir haben, ne? Ja. Jetzt kannst du bauen. Mittlere oder große, egal. Inventar, Eimer. Palmblatt erforschen. Die Forschung ist ja ziemlich easy aufgebaut. Zu weit weg. So, was können wir noch lernen? Eigentlich kann ich auf alles auf Lernen drücken, weil. Tut ja, alles, was wir da drin haben, ne? So, was ist das hier? Farbmühle. Die muss ich jetzt erstmal nicht bauen, die brauchen wir noch nicht, glaube ich. So, Kiste. Das nächste. Wo? Da. Ja, yeah, du hast sie gekriegt. Das ist sehr gut. Da kommen drei Kisten. Da kommen noch zwei Stück. Farbmühle. Okay. Ja. Ja, aber das ist jetzt nicht gleich nötig, ja. Okay? Das ist, glaube ich, wahrscheinlich das Letzte, was wir bauen müssen. Ja, hi. Schlecht. Hast du gemacht? Ja. Sehr gut. Der ist nicht tot. Der ist einfach nur verscheucht. So. Kann ich nicht wieder gesund machen, das Brett, wieder ganz machen, das Brett. Wenn ich die mittlere Maustaste drücke, geht's ganz. Ich habe keine Materialien dafür. Ah. Okay. So, also, weiter. Das war jetzt in den Dingen. Anbaufläche wollten wir machen. Kartoffeln habe ich noch da so, drin. Und wir wollten mal die Zeit hier begrenzen, wir sind schon wieder bei 34 Minuten. Ja, das ist schrecklich. Die Zeit rennt wie bekloppt. So, Plumpsklo. Oh ja. Riecht weniger streng als erwartet. Witzig. Ich würde einfach ins Meer kacken, wenn ich ehrlich bin. Aber. Wenn du den Hintern raushängst, dann ist er ganz schnell weg. Ja, gut, der Hai halt, ne? Eben. Hai happen. Vielleicht beißt der Hai da nicht rein. Kann natürlich auch sein. Ich weiß es nicht, kann sein, dass er deinen Hintern nicht möchte, ja. Mittlere Anbaufläche. Ich baue jetzt mal die richtige Anbaufläche dahin, ne?
Ja, bau doch mal endlich. Sonst schmeiß diese Scheißblumen weg. Diese dreckigen. Ja, werf die Blumen weg. Nur die Samendinger nicht. Verschissenen Scheißblumen da, ehrlich. Ja, das ist halt für später, wenn du das Floß verschönern willst. Weiß ich nicht. Mir auch egal. Aber jetzt habe ich das Zeug da einstecken und kriege hier nichts gebacken, weil ich den Dreck einstecken habe. Angeln einen tollen Fisch und den schmeiße ich ins Meer wieder zurück in der Kiste verpackt. Oh, die Melone kann man zweimal essen, habe ich gerade gesehen. Die hat einen Energiebalken, die kann man quasi auch zweimal futtern. Mhm. Du hast hier trinken gemacht, sehr, sehr löblich. Ja. So, die Anbaufläche ist fertig. Siehst gar nicht, was ich alles tue. Ja, ja, ist klar. Ich bin da schon wieder rum, rote Blumen. Okay, brauchen wir nicht. So, ich habe die Kiste fertig gebaut, die mache ich jetzt hier nebendran. Da kommen die ganzen scheiß Samen rein. Ich will es nicht mehr sehen, die Samen. Ja. Oh, ich brauche was zu essen, sonst verhungere ich und knurre schon wieder rum hier. Falsch umgesetzt. So. Ist irgendwas Essbares? Nee. Es läuft, das ist auch drüben, das ist auch drüben. Jetzt kannst du den Kram anbauen, wenn du möchtest. Ja, du hast die Melonen doch. Ich habe alles in die Kiste gelegt. Ah. Ah, das sieht schon anders aus, ja. So. Fischi, fischi. Ich brate einen Hering. Und angel noch einen Hering. Oder sowas ähnliches. Hm, vielleicht angel ich ja was ganz Tolles. Könnte ja auch sein. Ja. Und mit diesen Mondenscheinangeln geht diese Folge zu Ende. Mutter. Hast du noch was zu sagen? Ja, es ist alles ziemlich aufregend und irgendwie komme ich nicht schnell genug vorwärts. Ich möchte eigentlich mehr machen, aber das wird schon noch. Wo kommt die Hektik her? Eigentlich von dir. Du zappelst hier immer so rum. Ah, ich versuche meinen Haken vom Angelhaken in dein Ohr einzuhängen. Nein! Nein, okay. Gut, dann schmeiße ich jetzt noch die scheiß Dinge über Bord hier, die Drecksdinge. Oh, der gebratene Hering, den kann ich noch essen. Und das hier, diese, was habe ich da gefunden eben? Eine rohe Seebrasse. Oh, lecker. Schmeiß ich auch mal da drauf, dass meine Mutter schön rund und fett wird und sie sich glücklich fühlt hier. So, die Farbsamen, legen wir die auch rüber zu den Samen, oder? Ach, Farbsamen, ich weiß nicht, ob wir die nicht erstmal rausschmeißen sollten. Noch können wir doch eh nichts damit anfangen. Ich habe eine Antenne. Pflanze bewässern, okay. Ich hab jetzt eine Antenne in der Hand. Nee, einen Plan für eine Antenne. Die muss ich da reinlegen. Wo reinlegen? Erforscht. Ah ja, okay. Hast du die Antenne erforscht? Nein. Nicht, dass ich wüsste. Empfänger. Ich komme ja zu nichts. Ich muss ja immer nur alles einsammeln hier. Jetzt bin ich gespannt. Einsammeln, Essen machen. Ja, ich weiß. Wasser. Musst du ja auch machen, als wir auch schon erforscht. Immer. Kann in der Forschungstabelle erlernt werden. Was zur Hölle ist... Oh, was da alles gibt, was wir erforschen können. Oh, ob ich die noch kriege? Was oder ist die Forschungstabelle? Oh, noch erwischt. Okay, das werden wir sehen. Alles klar. In diesem Sinne raften wir uns hier mal in die Nacht. Und wir schauen mal, was die Zukunft... So bringt. Ist ja eh ungewiss hier, weil beide Wassertanks sind leer. Meine Mutter hat gesoffen und hat gefressen. Es ist unglaublich. Die Frau, die kümmert sich einfach um nichts. Das ist das erste Mal, wo mir das passiert ist. Oder? Konsumiert alles und füllt und nichts nach. Und kriege ich gleich eine auf die Birne. Gucke ich mal, ob unsere WG hier noch bestehen kann, aber ich mein Bett woanders hinstellen muss. Mhm. Ich habe doch keine Ahnung. Gut. Also, ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Hast du auch Tschüss gesagt? Ja klar, tschüss. Achso, ich dachte, du hast mir Tschüss gesagt. Ah. Nein, dir sage ich nicht Tschüss. Ich habe noch einen rohen Buntarsch gefunden im Wasser. Ein Buntbarsch. Gut. Also den lege ich auch noch da drauf. Boah, das ist fett, der Fisch. Der ist das für dich. Guck mal, ein fetter Fisch. Oh ja, den kann ich unbedingt brauchen. Den machst du gleich. Okay. Mhm. Gut.